Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und Toshida für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden: Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement: Tu nur meine chronologische Pflicht. Und für dieses müssen wir Folgendes machen: Schließt während Zeitrissen 100 Aufgaben für Soridormi ab. Den Namen bringe ich immer noch nicht vernünftig raus, obwohl ich ihn jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Und ja. Als allererstes, wo müssen wir hin? Wir befinden uns auf den Dracheninseln in Tal Drassos auf den Koordinaten 51, 57 und hier ist ein neues Event mit 10, 1, 5 und zwar sind es die Zeitrisse. Jede volle Stunde fängt hier quasi ein Zeitriss an. Der ist in zwei Phasen gegliedert. Erste Phase müssen wir dementsprechend einen Balken füllen, wie ihr hier seht. Und in der zweiten Phase können wir dann den Boss umhauen. Den Balken füllen wir, indem wir dementsprechend ja hier Mobs umhauen und Aufgaben erfüllen. Und diese Aufgaben sind unter anderem das, was wir hier brauchen, um dementsprechend den Balken zu füllen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Aufgabe, ich muss das Stundenglas füllen. Zu 90% sind es irgendwelche Mobs, die wir töten müssen. Aber hier seht, haben wir hier irgendwie so einen Button, wo ich dann das Stundenglas hin und her bewegen kann, um Sachen aufzufangen. Es gibt dann andere, wo man einfach einen Boss besiegen muss, wo man einfach nur einen Haufen Mobs umhauen muss in einer gewissen Zeit. Es gibt dann auch Aufgaben, wo man dementsprechend so ein Ei über die Pampa ziehen muss, ne? Also ist auch schon gesehen. Vor allem, da können dann mehrere ziehen. Und das Witzige ist, ich habe dann gesehen gehabt, da haben ein paar Leute links von dem Baum gezogen, ein paar Leute rechts von dem Baum und dann ist das Ei in dem Baum hängen geblieben, ne? Du hast richtig gesehen, wie die Leute verzweifelt versucht haben, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Genau. Und da gibt es dann halt wirklich einiges, was man machen kann. Was ihr quasi an Aufgabe habt, seht ihr hier immer rechts mit dran. Und das wird auch immer schön auf der Karte markiert. Wichtige kleine Randinformation: Es haben nicht alle Leute dieselbe Aufgabe. Ich bin hier teilweise mit mehreren Accounts parallel dran und habe dann immer auch unterschiedliche Aufgaben. Manche, wie ihr seht, sind hier getimed, ne? Da müsst ihr dann in einer gewissen Zeit was absolvieren. Manchmal sind die Aufgaben für euch alleine. Ab und an sind es aber auch Aufgaben für die ganze Gruppe. Heißt, es müssen in einem bestimmten Gebiet Gegner getötet werden. Das können dann auch andere Leute für euch machen, ne? Das ist vollkommen egal. Genau, das ist es soweit fürs Achievement. So eine kleine Nebeninformation, die ich euch noch geben kann. Umso mehr Leute hier sind, umso schneller werden eigentlich die Aufgaben abgeschlossen. Ihr müsst es nicht in einem Event abschließen, sondern ihr habt dafür mehrere Events Zeit. Also ihr könnt es auch in 20, 30, 40 Events machen. Das ist vollkommen egal. Und der Progress für Aufgaben, beziehungsweise allgemein, wenn ihr Mobs tötet, für Ruf, beziehungsweise auch für die Währung, die man hier kriegt, könnt ihr in der Gruppe sharen. Ne? Also das zählt in der Gruppe. In dem Raid zählt es übrigens nicht. Ne? Also wenn ihr in einer Raid-Gruppe seid, müsst ihr euer Zeug selber machen. In der Gruppe könnt ihr theoretisch einander helfen. Aber auch selbst in der Gruppe ist es so, dass teilweise die Chars unterschiedliche Aufgaben kriegen. Wenn ihr hier relativ viel von dem Balken auffüllt, kriegt er verschiedene Kisten noch. Bei 2500 einen grünen Sack, ne? Dann bei 5000 einen blauen und wenn er es komplett vollfüllt, bei 7500 kriegt er einen epischen. Da ist dann noch ein bisschen was von dieser Ressource drin, von diesen Flocken. Beziehungsweise könnt ihr auch Items bekommen, die ihr oben bei dem Händler seht. Aber die werden wir uns dann nochmal extra anschauen in, denke ich mal, einem Mautguide. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.